Ja, nicht nur, dass die Namen im November kommen, die sind überall, die sind das ganze Jahr hier. Und man findet sie überall. Das ist ja richtig. Man muss ja auch den Unterschied machen, die Zession, also die dann beginnt ab 11.11. und dann eben bis zum Aschermittwoch. Und zwischenzeit müssen wir natürlich die Vorbereitung treffen und müssen natürlich auch werben für den Verein, damit wir Nachwuchskräfte bekommen. Also jüngere Leute, Kinder bekommen, damit wir unsere Tanzgarden auffüllen können. Das ist ja Unterschied doch. Ja, wenn man die Funkenmariechen sieht, das sind ja junge Mädchen. Also von daher gibt es ja wohl keine Probleme. Aber es ist ja nur so vorgeschoben. Denn im Grunde genommen leiden sie ja wohl auch darunter, dass die Jugend nicht nachkommt. Ist das richtig so? Also wir leiden tun wir nicht gerade, denn wir haben die junge Generation, der hier neben mir steht, das ist mein Nachfolger schon. Also wir sorgen schon dafür, dass Nachfolge da ist. Aber es ist natürlich schon richtig, dass wir trotz allem, wir wollen ja unsere Garn ein bisschen auffüllen, aber wir wollen natürlich auch etwas ältere Mitglieder mit dabei haben, also nicht etwa so wie ich alt, sondern kann ruhig etwas jünger sein. Denn jeder Verein lebt ja nun mal von Mitgliedern und das auch Gefolge hat, damit auch bestimmte Aktionen also durchführbar sind. Der Berliner Karnevalverein ist ein Verein, der sehr aktiv ist, möchte ich mal so sagen, und der auch traditionell sehr verbunden ist. Ist das richtig so? Ja, das ist schon so. Wir haben ja leider nur noch einen Gründungsmitglied sogar, den wir sehr pflegen oder die wir sehr pflegen. Aber es ist schon richtig. Wir haben ja, deshalb heißt ja auch, wir müssen den Brauchtum, also karnevalistischen Brauchtum müssen wir fördern, aber auch müssen natürlich die Leistung bringen, dass wir ihn auch pflegen werden. Und dazu gehört natürlich eben bestimmte Aufgaben, die wir machen. Also wir sind schon Tradition gebunden. Das ist schon richtig. Sie stellen heute Ihren Nachfolger hier vor, der ist sehr aktiv und wenn das so ist, dann muss man davon ausgehen, dass Sie sehr fortschrittlich denken. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, manche Firma, da sitzen die Senioren auf dem Sessel, bis sie am Sessel kleben. Das heißt, sie sorgen nicht für den Nachwuchs. Das ist für manche Firmen ein Untergang. Da denkt der Karnevalsverein doch wohl etwas anders. Ist das richtig so? Wir setzen auch unsere Kinder und Jugendlichen. Das ist sehr wichtig für einen Verein. Sonst, ich werde jetzt irgendwann mal 65, noch bin ich es nicht, jetzt bin ich noch ein bisschen jünger. Aber irgendwann ist auch für mich mal zu Ende. Kann ich also irgendwo als Methusalem hier aktiv in dem Verein, kann ich wohl unterstützend sein, aber nicht in irgendwelcher Funktion, sondern dazu gehört er doch. Also er zum Beispiel war mal Kinderprinzenpaar, also er war mal der Kinderprinz. Das heißt, wir ziehen also langsam unsere Kinder immer stückweise mit ran, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Unsere große Tanzgarde sind jetzt so weit, die nicht mehr tanzen können, die kommen automatisch als Mitglieder rein, die also volle Stimmberechtigkeit haben wir ab 18. Lebensjahr bei uns. Und dann müssen sie also auch tatsächlich was für den Verein tun. Also wir achten schon darauf, sonst können wir ja irgendwann ein Rentnerverein werden und das wäre nichts. Ne? Ich sagte, sonst klappt das auch nicht, wenn man die Jungen nicht mit ranzieht, dass sie auch mithelfen und unterstützen. Dann verliert, sage ich mal, ein Verein irgendwann den Sorge, weil wenn es nur ältere Leute gibt, die dann, sage ich mal, in Anführungsstrichen alles alleine machen und nicht, sage ich mal, die Verantwortung auch auf die Jugend übertragen, irgendwann, sage ich mal, fällt der Umbruch dann schwer und dann ist kein Nachwuchs da und deshalb setzen wir auch verstärkt auf unseren Nachwuchs und das ist auch wichtig und das werde ich sicherlich in Zukunft mit den Mitgliedern noch weiter so führen. Also kann Wirtschafts- und Industrie glatt noch von Ihnen lernen. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Nee, Tatsache. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Wo holen Sie die vielen Pointen her? Oh mein Gott, also man muss, das ist natürlich eine schwierige Frage. Man muss mal so gucken, die in sich engagieren in einem Karnevalsverein, haben natürlich alle so einen Vorlauf. Nicht? Also ich habe zum Beispiel meine karnevalistische Treiben gelernt in Düsseldorf. Nicht, dass ich da gewohnt habe, sondern das lag daran, dass es einen Jugendaustausch mal gab, wo ich Bezirksjugendvorsitzender gewesen bin. Also wir hatten eine Partnerschaft und daraus sind wir an die Düsseldorfer rangekommen und die haben uns also gelehrt, wie man Karneval feiert. Und dann kam der zweite Schritt, dass ich eine Einrichtung, eine Jugendeinrichtung leitete, wo eben der Karnevalsverein, der jetzt hier, der Männerverein bei mir also trainierte. Und schon war ich drinnen. Und so ist es fast bei den jungen Leuten hinaus, wenn die als Kleinkind bei uns mittanzen, dann ist es automatisch, dass mindestens, kann man sagen, etwa 60% in diesem Verein drin bleiben. Es gibt überall in allen Vereinen Knick. Und zwar ist es etwa ab dem 14., 15. Lebensjahr, wo die jungen Leute sich also erstmal nochmal suchen müssen, was wollen sie tatsächlich. Haben sie das überschritten und sie bleiben bei uns, dann bleiben sie auch bei uns. Das ist aber in jedem Verein so. Aber die Poenken, will ich nur mal sagen, die lernt man durch andere Karnevalisten, mit denen wir ja zusammenarbeiten. Das heißt, die kommen vielleicht auch manchmal, wenn man im täglichen Leben das nicht ganz so viel ernst nimmt und da kommt dann so mancher Lacher auch. Ist das richtig so?
Ja, wissen Sie, wir haben, gucken Sie mal, auf unseren, was da drauf steht, um den letzten Orden, da haben wir extra einen Spruch ausgedacht, der ja gerade das aussagen tut. Man kann also nur einige Sachen erleben oder akzeptieren, wenn man selbst nahe ist. Das ist das Beste, was man machen kann. Ne? Ja, also wenn man jetzt wieder los, da sagen Sie mal den Termin, wann die Prunksitzung ist. Die Prunksitzung ist hier, da sehen Sie das Plakat. Das ist der 19. November 2005 und zwar in der Universalhalle, wie jedes Jahr. Und ich hoffe, alle herzlich willkommen, dass Sie uns besuchen kommen. Darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken? Ja, bitteschön, Dankeschön. Wir danken übrigens. Ja? Wir danken.